Also, ich glaube, das eine ist, dass man sozusagen von Anfang an sozusagen Demokratie vorlebt. Ne? Das fängt im Kindergarten an, wenn die Kinder mit darüber abstimmen dürfen, keine Ahnung, welche Teesorte sie trinken wollen. Dann gibt es eine Verkostung, dann wird abgestimmt und so. Es ist lebensweltorientiert und es zeigt den Kindern aber in ihrem Rahmen, wo sie Einfluss nehmen können. Das sollte sich dann sozusagen eigentlich durch die ganze Schulzeit hindurchziehen. Dass wirklich eben über die Bereiche, ja, wo sie entscheiden können, wo es sie interessiert, mit abgestimmt wird. Und was wir Grünen auch propagieren, ist eine Absenkung des Wahlalters, weil ich es sehr problematisch finde, dass die erste Wahl häufig erst nach dem Schulaustritt stattfindet. Ja, da gibt es verschiedene Ideen, die ich auch versuche eben umzuspielen. Das eine ist eben in Schulen zu gehen, zu solchen Foren zu gehen und sich einfach zur Verfügung zu stellen, die Jugendlichen ernst zu nehmen. Also ich habe zum Beispiel, wenn Jugendliche mich anschreiben, dann antworte ich teilweise sogar selber, sonst antwortet mein Team aus Brüssel, weil ich das gar nicht alles selber beantworten kann. Ich habe einmal von einem 9-jährigen Mädchen 4 Seiten handgeschrieben, weil sie Sorgen um Katzen sich machte. Einen Katzenbrief gekriegt, den habe ich auch selber handschriftlich beantwortet. Sowas, denke ich mal, ist wichtig. Und dann ist es so, dass man überlegen muss, welche Themen berühren die Jugendlichen ganz stark. Also ich bin zum Beispiel sehr stark unterwegs zum Thema Meeresschutz und Meerespolitik, weil ich die Ozeane liebe und weiß, wie schmutzig sie sind. Und das ist etwas, wo eigentlich alle Kinder und Jugendlichen schon sich für na, begeistern oder eben gerne mehr darüber wissen müssen und auch überlegen, ja, die Schildkröten, wir wollen, dass die Delfine überleben, wir wollen auch, dass die Strände sauber sind. Und dann kann man sie sogar zu Engagement ermuntern. Also ich denke, wir müssen einfach sehen, welche Themen, ja, interessieren die Jugendlichen? Ich halte ehrlich gesagt wenig davon, Jugendliche irgendwie immer in Projekten zu verstecken. Das ist gut, das ist eine richtige Herangehensweise, um so die ersten Hemmschwellen abzubauen. Aber ich glaube, dass Jugendbeteiligung echte Beteiligung sein muss. Das heißt, dass junge Menschen auch mitentscheiden. Und deswegen würde ich mir zum Beispiel für die Parlamente eine Quote für junge Menschen wünschen. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass ich im Europäischen Parlament mit 32 einer der Jüngsten bin. Der jüngste Kollege ist 29. Das Durchschnittsalter liegt bei 59. Ab 18 darf man aber wählen. Und zwischen 18 und 29 ist niemand im Parlament. Und das muss definitiv geändert werden. Und ich glaube, wenn junge Menschen auch wirklich dann über die wichtigen Dinge mitentscheiden können, ist das sehr, sehr, sehr wichtig. Und deswegen sollten wir über so eine Quote nachdenken.